Bin mal gespannt, ob er nochmal was beschwört danach. So, zwei Leben noch. Du erneuerst währenddessen mal die Buffs. Acceleratus wäre auch mal nicht schlecht. So, dann gehen wir mal wieder auf Dario, der heilen los. Ah, zwei neue Dario Duplicato. Aufgepasst bei Angrosch Bark. Ganz ehrlich, ich will das nicht alles nochmal neu machen, also speichere ich hier. Für den Fall, dass was schief geht, das sieht nämlich relativ gut aus jetzt gerade. Ja, Arquasania. Mandaya Banda. Ach, Horiphobus. Heilung. Heilung. Bei meiner Axt. Noch eine Heilung. Na klar. Boah, das wird hier jetzt richtig knapp. Also es wird sportlich auf jeden Fall. Oh, wieder eine böse Explosion. Zwischendurch mal ein Heiltrank. Das bin ich. Ja. Frischen Beeren. Jetzt wird's ernst. Das bin ich. Okay, Gladys. Candidus. Wenn da der High Gladys. Vorgrim brennt. Ich hoffe, es kommen keine komischen Gegner mehr. Weil er ist gleich tot. Quick Save. Magdalene. Seht ihr, Schwester? Seht ihr, Schwestern, wir haben gut daran getan, abzuwarten, bis sie sich gegenseitig aus dem Weg geräumt haben. Jetzt ist es umso leichter für uns, den Madamanten für unsere Göttin zu erlangen. Magdalene, Nata, scheint es, ob ihr uns gefolgt seid. Ist das wirklich wichtig für euch? Ja, wir sind euch gefolgt. Es war leicht herauszufinden, wer für den Tod unserer Schwestern in Fördach verantwortlich war. Also haben wir euch beobachtet, in der Hoffnung, ihr würdet uns zum Auge der Göttin führen.
Als dann plötzlich dieser Einäugige auftauchte, der euch ebenfalls zu folgen schien, beschlossen wir, uns zunächst zurückzuhalten und abzuwarten. Und das erwies sich als die richtige Entscheidung. Und jetzt werden wir Rache für unsere Schwestern an euch nehmen. Dann wird das Auge der Göttin endlich unser sein. Auf sie, Schwestern! Tötet sie! Okay. Ihr seid drei schwarze Amazonen? Ja, rettet Frenja. Ich habe Frenja im Kampf gegen die Schmieden beigestanden. Jetzt bin ich gespannt. Oh, ach ja, die Prophezeiung. Wo ist denn die? Die Prophezeiung. Okay. Beseitige Dario Tahein. Ich habe Dario Tahein besiegt. Hoffentlich ist sein Tod diesmal endgültig. Hier sind auch noch einige Magdalenata aufgetaucht. Sie wollen ebenfalls das Auge der Göttin an sich bringen. Ich werde sie davon abhalten. Meint ihr? Ja! Der Nase nach. Phurax, sprich, Freund. Okay, es sind doch fünf. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs waren's. Na klar. Den da. Amatruz können wir gerade nicht. Sanja. Nee, du nimmst auch einen Heiltrank besser. Also ganz ehrlich, nach Dario sind die paar Amazonen doch jetzt Pillepalle. Wo kam der Feuerstrahl jetzt her? Nee. Du machst einen Feuerstrahl. Du heilst, glättest die Wunden weg. Okay, Gwendala hat es erwischt, das ist allerdings nicht so tragisch. Na klar. Attacke, Candidus. Also ich muss ja sagen, im Gegensatz zu Darion mit seinen Untoten und Doppelgängern sind die Magdalenata hier jetzt eher Pillepalle. So. Das Auge der Göttin ist abgeschlossen. Wir haben es geschafft und das Auge der Göttin gefunden. So höret, tapfere Recken. Noch ist die Zeit nicht gekommen, dass das Auge der Göttin diesen Ort verlassen darf. Wisset, auch wenn euch euer Tun vergeblich erscheint, so habt ihr doch die euch auferlegte Prüfung gemeistert und eure Taten wurden mit Wohlwollen betrachtet. Wenn der einst der Tag gekommen ist, da die Göttin zurückkehren wird, so werdet ihr zu ihren auserwählten Streitern gehören.
So geht nun und behaltet das Wissen um das Auge der Göttin für euch. Ja, das war's. Und wir sehen keinen Abspann. Werden wir wahrscheinlich auch nicht sehen, wenn ich... Nein. Also ja, tut mir leid. Tut mir leid darum, dass wir keinen Abspann sehen. Weil das ein Video ist und ja, seit Windows 10 das ein kleines Problemchen gibt. Selbst wenn ich es im Fenstermodus gemacht hätte, hättet ihr es nicht sehen können, nur ich. Aber sind wir wahrscheinlich eh nur Credits gewesen. Gut. Das war jedoch Drakensang, das Auge der Göttin. Eine sehr nette Mod, die mich teilweise zum Verzweifeln gebracht hat. Also, Hut ab vor den Entwicklern dieser Mod, dass sie das da eingebaut haben. Ist gar nicht schlecht gemacht, bis auf, ja, eigentlich zwei Sachen. Manchmal hat die Synchronisation, also der Leute, nicht ganz so gepasst. Also jetzt nicht die Stimmen an sich, sondern wie sie aufgenommen wurden. Da war Hall drin oder eine zu hohe Tonlage oder so. Das war halt das Problem. Ist halt nicht professionell, muss man dazu sagen. Ist halt von einem Modmacher, der da irgendwo in an seinem Schreibtisch gehockt ist und das aufgenommen hat. Nicht in einem richtigen Tonstudio und so, wie es ja die Profis machen. Also kann man darüber noch einigermaßen hinwegsehen, auch wenn es Teile gab, die ein bisschen übersteuert waren. Das zweite war der ganz seltsame Schwierigkeitsgrad. Jetzt der Endkampf gegen Dario. Mit seinen Doppelgängern und den Skeletten. Der ging. Der Kampf davor ging eigentlich auch, wo Dario in Abständen, wenn man ihn bestimmt runtergeprügelt hat, Skelette beschworen hat. Die Sache mit Hangarash davor, mit dem Tor, wo alle 5 Sekunden 2 neue Skelette rausgelaufen sind, das war übertrieben. Definitiv. Da hätte man vielleicht ein bisschen was besser machen können. Jetzt vielleicht genauso machen können wie bei Dario. Immer wenn man Hangarash runtergeprügelt hat, wären neue Skelette gekommen. Aber ja. Nein, aber im Großen und Ganzen hat es mir Spaß gemacht. Wir sollten so an die 20 Stunden gekommen sein, Spielzeit. Und ja, ich habe schon zugegeben, ich habe mir mal die Questliste, also welche neuen Quests in welchem Gebiet gibt, angesehen. Wir haben wirklich alles gemacht. Inklusive der Quest mit den Elfen am Schluss, was ich auch ganz nett fand. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich mit den Hühnern und Knochen machen soll, die ich da gekriegt habe. Aber ja. Es hat mir Spaß gemacht. Ich danke den Modmachern. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zusehen. Dieses Let's Play war ja allgemein was Besonderes, weil ich ja damals am Fluss der Zeit angefangen habe. Also mein Let's Play-Kanal. Und ja, jetzt nach, ich weiß nicht mehr genau wie vielen Jahren, aber es könnten schon an die 10 sein, habe ich jetzt endlich mal den ersten Teil gespielt. Er hatte Höhen und Tiefen. Ich war an manchen Stellen verwirrt, weil ich mich absolut nicht mehr erinnern konnte. Zum Beispiel die Ruine der Blutberge, der ja Nebenausgang. Aber ja, im Allgemeinen hat es mir riesen Spaß gemacht. Und ich mag dieses Spiel. Für seine damaligen Verhältnisse ist das echt ein gutes Spiel gewesen. Ich muss auch zugeben, ich habe es lieber gemocht, weil es ungefähr zur selben Zeit rausgekommen ist wie Dragon Age. Also Dragon Age Origins, der erste Teil. Muss ich sagen, hat mir dieses Spiel mehr Spaß gemacht als Dragon Age. Aber ja, so viel dazu. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Dann hoffe ich, dass wir uns bei meinen anderen Projekten sehen.
Oder beim nächsten Projekt. Ich muss jetzt überlegen, was als nächstes kommen wird. Deswegen sage ich herzlichen Dank nochmal. Hi ho an alle meine Zwergenfreunde. Und wir sehen uns bei einem anderen Projekt. Bye bye.